So, ich hab schon mal auf dem Startbutton. Oh, huch, das Video läuft schon. Ach, was soll's. So, hallo Leutchen. Ich hab aber noch nicht. Ja, meine Güte, dann mach eins später dazu. So, jetzt hab ich. Willkommen zu unserem ersten Let's Play Together. Man merkt gerade schon, von der Planung her lief es wohl nicht ganz so optimal ab. Wie dem auch sei. Amnesia haben wir uns da gewählt, weil das Game wurde mir so an sich von einem Bekannten empfohlen, dem Mike. Und Mike. Was soll ja auch sagen? Mike. Na, wie dem auch sei. Ich erstelle jetzt mal das Problem. Man sieht also, es ist eigentlich ein Let's Play Blind, aber wir haben schon mal damit angefangen, so ein Video dazu zu machen. Und ja, ohne dass wir uns abgesprochen haben, waren wir beide so fail und haben unsere Parts irgendwie gelöscht. Deswegen mussten wir damit jetzt irgendwie nochmal neu anfangen mit der Geschichte. Aber es waren auch nur so 4-5 Parts, also wir sind nicht weit gekommen. Ja, man kann schon so sagen, im Großen und Ganzen ist es ein Let's Play Blind, außer die ersten 4 Parts vielleicht. So. Ja, es ist auch schon einige Zeit her, von daher keine Ahnung, was passiert. Ja, aber jedenfalls war es schon mal sehr amüsant, dass wir beide so unabhängig voneinander gelöscht haben und keiner von uns irgendwie die Eier in der Hose hatte, dem anderen das zu sagen, bis es dann durch einen Zufall dann rauskam. Ja, ich hab's dir doch gesagt. Ja, das war schon, ach, egal, wie dem auch sei. Ich drück jetzt einfach auf den Startbutton, wenn du soweit bist. Ja, bist du für mich steht schon neues Spiel beginnen. Ja. Okay, 3, 2, 1, go. Neues Spiel beginnt. Alright. So. Soll ja recht gruselig sein, das Game. Ja. Mal schauen, also wie gesagt, den Anfang kennt man ja so, aber bisher war es noch erträglich an das, was ich mich jedenfalls erinnern kann. Ist ja schon eine Weile her. Ja, der macht womit halt auch ein bisschen mehr Angst als ich, von daher bin ich aber auf Schreien, ja, natürlich. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Das war ein Geräusch. Also, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Magst du Milchbrötchen? Mit Schoko. Selbstverbogen. Ja, ich hoffe nur, dass es irgendwie. Ich meine mich ja zu erinnern, dass das Game sich sehr gerne irgendwie minimiert hat oder irgendwie gestreikt hat und darauf kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut verzichten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe da nicht so das. Einwandfrei. So, erstmal kurz auf die Steuerung nochmal schauen. What, du siehst die. Okay, ja, das. Wie ging das nochmal? Ja, Notizen. Boah, meine Mausempfindlichkeit muss erstmal höher gestellt werden, geht ja mal gar nicht. Ja, ich hab meine schon höher. So. Ey, wo lief man nochmal? Wie bei Shootern üblich die Steuerung. Ich hab die überall umgestellt. Warum? Weil Baba und so. Oh, ich glaube, ich weiß, wo man läuft. Ja. Boing. Das erste Opfer wurde gebracht, ich habe einen Topf zu der Bett. Oh, ich kann auch. Kann irgendwie laufen? Ja, über Steuerung. Also ich glaube, dann läuft man, warte. Ja, ist nur minimal schneller. Hier geht eine Tür auf, hallo! Hey, spoiler doch nicht. Ja, sorry. Hä, läuft man da jetzt wirklich? Ich glaub. Oh mein Gott, meine Knie werden weich. Jetzt schon? Ja, so. Ich hab Gänsehaut, aber das liegt nicht am Game, sondern weil bei mir das Fenster irgendwie weit offen ist und es ist draußen alles mit Schnee bedeckt und eigentlich arschkalt, ich weiß auch nicht warum. Liegt bei euch Schnee? Ja, aber richtig fett. Junge, bei uns liegt gar nichts. Ja, aber bei uns ist sowieso immer Programm. Hey! Was ist da los? Hua! Wenn, ich bin ja immer vorge... Falls du weiter als ich bist und schreist, dann bin ich ja vorgewarnt. Passt. Ah, hier war wohl irgendwie eine Putze am Eck und hat hier einen Besen im Schrank vergessen. So, wo bist du gerade? Ich bin gerade... Ich gehe gerade so eine Treppe hier rauf.
Oh, hier ist dieser. Ne, ich bin gerade erstmal beim ersten Schrank. Hier ist eine Tür auf. Stimmt. Auf dem Chat, da war das noch, dass man so diesen Zustand von sich sehen kann. Ich kann mich immer noch nicht. Ich weiß nicht, sollen das irgendwie. Regel? Hä? Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Was? Keine Ahnung, mein Männchen ist umgefallen. Dein Männchen. Ja, ich hab einen Besen! Ach, da bist du. Ja, ich kann mich immer noch nicht erinnern. Sollen das irgendwelche Regelblutungstropfchen darstellen oder soll das Blut sein oder Kirschblüten? Ich weiß nicht. Ich kann es irgendwie nicht so. Da hat wohl einer dieser Monster seine Periode. Das heißt, die können sich fortpflanzen. Ey, hallo, spoiler nicht. Es hat noch niemand überhaupt irgendwie bestätigt, dass in diesem Spiel Monster vorkommen. Hallo? Wer weiß, vielleicht meine ich auch nicht damit. Hoha, Bad Boy. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? Text about you. Bad Boys, Bad Boys. Warum werden meine Knie immer so weich? Voller. Boah! Damit man sie noch lieblicher massiert. Oh fuck yeah! Was? Du magst meine. Weiche Schenkel. Magst du sie massieren oder was? Ja. Ey, an die Tür kann ich mich ja überhaupt nicht erinnern. Ja, ich merke auch gerade, ich kann mich echt an fast gar nichts mehr erinnern. Also, selbst die ersten Parts kann man jetzt schon als Let's Play Blind auf jeden Fall durchgehen lassen. Ein Hemdchen. Ich zu der Links. Wo bist denn du? Wo ist mein Besen? Ach, lol, im Schrank drin. Raus da! Jesus! Achtung, mein Besen ist im Schrank gebackt. Sich dein geistiger Zustand ein wenig verschlechtern. Zünde die Umgebung mit Hilfe von Sonderbüchsen an oder suche nach anderen Lichtquellen. Okay. Ich kann es auch einfach bleiben lassen, weil sparen ist gut. Oh, ich glaube, da. So. Ja, genau, das war's. Da kraxelt ja immer das Gehirn ein bisschen, wenn der Daniel dann Angst hat. Kraxel. Ja, kratzel. So, ein Schrank mit einem Hemd drin. Angst. Ich gehe jetzt. Bist du? Ich gehe jetzt. Naja, da ist so eine rote Tür zu alte Archive. Wie weit bist du denn? Kommst du mich mal nach? Sonst bin ich irgendwie so schon am anderen Ende des Spiels, wenn du noch. Okay, hier ist diese. Okay, ich bin in alte Archive. Ja, okay, dann werde ich mal folgen. Wie läuft man denn jetzt? Ich habe Angst. Das Ding wird. Oh. Ich hoffe, das Game kackt nicht ab irgendwie. Bei mir lädt das vor lange geht. Oh. Ja, es wäre ja nicht das erste Mal, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass das ziemlich oft der Fall war. Mhm. Immer diese Perioden. Hey, da ist ein Buch. Pflanzenreich. Aha. Ich will auch lesen, was da steht. Wow. Pflanzenreich. Ein lieblicher Hauch wow. des Todes. Boah, ist nur mir so kalt oder kommt das vom Spiel? Mir ist auch kalt, aber kommt vom Spiel. Ich bekomme gerade einen etwas klareren Verstand, indem ich Wasser auf mich drauf tröpfeln lasse. Ich will auch Wasser auf mir. Moment, oh, yeah. Irgendwie hat das nichts gebracht. Ich glaube, da war irgendwas drin. Da waren nämlich irgendwie auf einmal gerade so eine kleine Krabbelfreunde unterwegs. Hier was drin? Also ich gehe mit dem Öl ja immer sehr sparsam um. Was? Stop lying. Du lügst, Lügner, Luca. Lügner. Wow, chill. Ah, aufgenommen, Laterne. Oh, ein Windtornado. Windtornado, lol. Das ist auch gut. Ey, aber ich kann mich Hallo. Nicht ja, ich kann mich irren. Ich kann mich nur erinnern, dass ich irgendwie gerne Sachen kaputt mache. Ja, ich das. Ich hab's gerade wieder getan. Oh, ich hab einen Topf in der Hand. Kaputt. Sonderbüchse. Ey. So. Wie macht man hier eigentlich nochmal. Ah, auf F, okay. Erlöse ich? Ja? Du wirst dich gleich erschrecken, es kommt ein Krallenvieh. Demnächst. Nein, kommt nicht. Halt Scheiße, Maul. Ja, stimmt, du hast ja den Anfang gespielt, aber. Nicht so ganz gut. Oh, man kann sich ducken, wusstest du das? Aber natürlich. Wusste ich gar nicht. Wer möchte schon in einem Bereich wohnen, wo so viele Erdbeeren sind? Erdbeeren. Das werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Das werde ich rausschneiden. Nix rausschneiden, die verbindet Wahrheit, wird die ganze Zeit gebracht. Erdbeeren, alles festhalten.
Und wenn du es rausschneidest, lade ich so oder so und nix ist. So nicht, mein Lieber, so nicht. Oh, schöne Musik, wie kommt's? 19. August 1983. Ich weiß gar nicht, wo muss ich jetzt nochmal lang, weil bei mir ist, bin ich jetzt bei einer Tür, die abgeschlossen ist und... Oh scheiße, ich hab außerdem eine Zunderbüchse verschwendet. Nope. Ja, wo bist denn du gerade? Ich hab gerade Ölaufnahme und so einen Zettel gelesen und du? Ich weiß gar nicht. Zettel? Den muss ich dann auch noch lesen, glaube ich. Wo? Ich muss echt zugeben, ich kann mich an so ziemlich gar nichts mehr selbst vom Anfang. Wo war denn eine abgeschlossene Tür? Weiter hinten. Wo war der Zettel? Bei den Krabbeln irgendwo da unten? Wie bitte? War der bei den Krabbeln da unten, der Zettel? Nein! Wo bist du denn? Hast du schon die Laterne aufgehoben? Nein. Wäre natürlich von Vorteil, wenn ich eine Laterne hätte. Wo ist die? Wenn du von den Krabbenviechern da weiterläufst und dann links in so einen Raum rein. Vor allem, weißt du was? Ich glaube damals, ich meine mich erinnern zu können, dass als wir es damals gemacht haben, bin ich sofort durchgekommen, wusste alles und jetzt hole ich mir hier irgendwie so ahnungslos vor. So, ja? Krabbelviecher. Die waren noch da unten, wo Wasser ist. Ja, komm da raus. Ja, und dann... Und dann läufst du einfach rechts, weiter. Rechts. Warte, wenn du, ja, rechts. Und dann weiter um die Ecke und dann links in diesen Raum rein. Links in den Raum rein, ja. Und geradeaus auf dem Tisch ist die Laterne. Oh, ich war damit beschäftigt, den Blumentopf zu zerdeppern. Hä? Oh. Da ist keine. Ach, da, die ist da unten, du Lügner, die ist da unten. Oder hab ich die runtergeschmissen? Keine war auf dem Tisch. Okay, ich glaube, ich habe meine runtergeschmissen, ohne es zu merken. Rätsel gelöst, Mysterium erkannt. Gut, dann gehst du einfach da weiter, weißt ja wo jetzt, ne? Jo, gibt ja nur einen Weg. Auch noch ein kleines Zettelchen. 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. Okay, jetzt bin ich hier. Muss ich jetzt machen? LOL, ey, hier ist der Herd an der Wand. Jo, daran kann ich mich auch noch erinnern. Aber warte mal, ich bin noch nicht fertig. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, du hast die Notiz bestimmt einfach weggedrückt, ohne dir das anzuhören, oder? Nee, den, das erste Teil habe ich mir angehört, dann habe ich weggedrückt. His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. Ich habe Angst. Okay, ist eine Tür zur Eingangshalle. Ich warte aber noch, ne? Wer von Vorteil? Ich würde es dir danken, von ganzem Herzen. Wärst du das? Jo. Was haben wir denn hier? Ein Trichter. Descend into the darkness where Alexander waits. Damit kann man ein anales Getränk einführen. Your former self, Daniel. Daniel to Daniel. Okay. Putti machen. Oh, ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe aus Langeweile diese ganzen Fläschchen hier alle rausgeschmissen, einer nach dem anderen. Das war so hobbylos. aber da wussten, wo war der Schalter nochmal? An der Wand. Haha. Ach, an der anderen Wand. Ganz schön arm, dass wir den damals übersehen haben. Ja, wir haben echt dann gesucht. So, okay. Ich stehe jetzt auch vor der Eingangshalle, aber drück mal noch nicht statt, weil ich würde sagen, den ersten Part beenden wir ab dieser Stelle und fangen dann mit dem zweiten danach an, wenn wir uns in die Eingangshalle begeben, oder okay? Weil passt gerade gut. Jo. Neue Tür, neue Ebene, dann passt das. Dann würde ich sagen, cutten wir an diese Stelle. Ja. Und das war dann unser erster kleiner Part soweit. Ich drehe mich einfach nochmal sinnlos im Kreis. Du kannst dich mir anschließen, wenn du willst. Und dann sag ich mal für den ersten Part. Bis dann. Jo, out.